geschockt von den ganzen Stimulationen und Reizen dieses Jahr. Es war einfach ein wildes Jahr. Reizvolles Jahr. Jahresrückblick 2023! Normal. Startest doch auch immer sofort rein, deswegen dachte ich, ich fange diesmal so an. Ja, wir sind ein kleines bisschen spät dran. Aber es war irgendwie schade, diesen Streak zu unterbrechen, weil wir es wirklich, glaube ich, seit 2017 oder so machen. Das ist eine Weile, ja. Deswegen haben wir uns hier zusammengetroffen, um über das letzte Jahr zu quatschen. Ja! Also die Fragen dieselben wie sonst. Ich habe sie ein bisschen abgeändert, aber im Kern ist es schon das Gleiche. Und die packe ich euch direkt in den angepinnten Kommentar. Das heißt, falls ihr Bock habt, die Fragen gleich mit zu beantworten, dann macht das gerne. Der Algorithmus freut sich über lange Kommentare. Der Algorithmus freut sich sowieso über Kommentare. Falls ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Das ist appreciated, zum Beispiel über ein Super Thanks. Shall we go into it? Yes. Let's go. Dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Bewerte dein Jahr 2023 auf einer Skala von 1 bis 10. Ohne 7. Correct. Das ist die erste und letzte Frage übrigens. Meine Einschätzung war damals, als ich das ausgefüllt habe, eine 6. Eine 6? Mhm. Okay, bei mir ist es eine 4. Okay. War ein shitty Jahr. We just let that sit. Weil jetzt nämlich die Aufgabe ist, für die, die vielleicht zum ersten Mal einen Jahresrückblick hier sehen, dass wir mehrere Fragen durchgehen und am Ende die Frage nochmal stellen, um zu gucken, is it correct or is it incorrect? Frage Nummer 2! Beschreibe dein Jahr in 3 Emojis. Okay, dann fange ich mit einem an, den du bestimmt auch hast. Ein Buch-Emoji. Das ist auch... Also wirklich nicht? Nein, aber man musste sich entscheiden. Okay, ich habe ein Buch-Emoji, weil wir Second Hand Toy Friend geschrieben haben. Unser erstes gemeinsames Buch. Es ist ein fiktiver Roman über zwei Boys, die sich kennenlernen, weil sie über Kleinanzeigen einen Dildo-Austausch vollziehen. Und so lernt man sich nämlich heute kennen. Basically our story. Wir haben uns nämlich auch über einen Dildo kennengelernt und heute ist der Tag, an dem ich euch endlich zeige, wie der aussieht. Ich will nur mal kurz an dieser Stelle sagen, das ist keine shameless Werbung. Dieses Buch hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit im letzten Jahr eingenommen und deswegen hat es diesen Emoji bekommen. Legit. Und es ist noch nicht vorbei, es geht immer weiter bis zur Buchmesse noch. Richtig. Aber das Coole, es ist jetzt 2024. Das heißt, unser Buch kommt dieses Jahr. Am 13.03. ist es soweit. Und falls ihr euch schon eins sichern wollt, dann könnt ihr das gerne tun über den Link in der Infobox. Da könnt ihr für mich vorbestellen. Und wir sind so fucking in da. So ein bisschen fast schon albern, aber es ist wirklich so. Ja, ich fühle es so strongly about it. Dein Emoji. Mein Emoji ist eine Kombination aus dem Lauf-Emoji. Wie eine Kombination? Hast du jetzt eigene Emojis kreiert, oder? Ja, ich dachte, ich bin ein bisschen creative dieses Jahr. Es ist ein Neologoji. Oh mein Gott. Neologoji. Jeez. Sag jetzt welche Kombination. Der Lauf-Emoji und? Und die Fahne, die Zielfahne. Mhm. Weil... Ja, gar nichts mit anfangen. Erklär mal jetzt. Ja, das ist jetzt eigentlich eine recht gängige Kombination. Für mich war dieses Jahr all about goals und die zu erreichen, weil ich ja letztes Jahr, also 23, habe ich ja begonnen mit einem Workshop, in dem ich gelernt habe, wie man Ziele formuliert. Das war auch Anfang 23? Das war Anfang 23. Ich kam ja aus der 22er YouTube-Pause-ish und wollte mich neu sortieren, neue Strukturen lernen. Das war das große Thema von 2023 und jetzt ist Januar 24 und ich habe einfach so viel umgesetzt. Und es gelernt. Ist wirklich krass, ja, ich habe wirklich, also dieser Workshop hat mir sowas von geholfen. Danke, Kunst und Brot, Heide, big recommendation, weil ich nähere wirklich so viel davon. Zweiter Emoji bei mir. Ich muss gerade überlegen, warum ich den raufgemacht habe. Ah. Zweiter Emoji bei mir sind die drei, wie heißt das, Notenschlüssel, die Musik. Mhm. Das sind keine Notenschlüssel, Notenschlüssel sind diese. Wie heißt das denn? Noten einfach. Und zwar... Weil Mick nämlich neben Autor jetzt auch noch Sänger ist und er ein Album droppt. Nein, weil ich gerade auch meinen Jahresrückblick für meinen Musical-Kanal gemacht habe und wieder 24 Musicals in diesem Jahr gesehen habe. Also 18 verschiedene, aber 24 Shows dieses Jahr. Und ich dann immer erst gemerkt habe, so wie wichtig mir das ist, gerade in so einem Kackjahr. Ich weiß nicht, wo es gelandet wäre ohne all das, weil Musical wirklich so meine Quelle für Glückseligkeit ist und mir ganz viel Wholesomeness bringt. Das nächste Emoji-Paar ist... Oh mein Gott, da bist du schon eins drüber. Nein. Doch. Das gehört zusammen. Man. Das sind diese Graphen auf und ab, weil ich würde sagen, dieses Jahr war einfach in vielerlei Hinsicht sehr extrem. Und das beschreiben für mich diese Graphen. Ich habe das Gefühl, letztes Jahr ist unfassbar viel passiert. Wir waren privat viel unterwegs. Es sind arbeitstechnisch echt viele krasse Projekte angefallen. Und ich habe so viele Sachen auch zum ersten Mal irgendwie erlebt. Aber es sind auch privat richtig schlimme Sachen passiert. Also mein erster Approach, das Jahr mit einer Zahl zu bewerten. Ich glaube, an sich wäre es eine bessere Bewertung geworden. Aber durch
einfach sehr krasse, schlimme Sachen, die passiert sind, wurde das so doll nach unten gezogen. Und das symbolisiert einfach dieser Graph für mich. Es war so, oh mein Gott, so cool, so cool, so cool. Schrecklich. War einfach ein sehr extremes Jahr. Ja. Yes. Mein letzter Emoji, um so diese Kryptik da mal rauszunehmen, ist ein Kerzen-Emoji, weil ich meine Mama in einem Unfall verloren habe dieses Jahr. Und ich auch lange überlegt habe, will ich darüber reden öffentlich, weil ich habe darüber noch nie öffentlich geredet bisher. Das war in der Mitte des Jahres gewesen. Dachte aber auch, ich glaube, ich würde mich in 5 Jahren ärgern, wenn ich zurückgucke auf diesen Jahresrückblick und die ganze Zeit so tu, als wäre alles super gewesen und so, weil ich finde, das wird ihr auch nicht gerecht so. Ja, und von daher kriegt sie mein Kerzen-Emoji. Ich will auch gar nicht zu viel Fokus da jetzt raufpacken oder so, weil, ja, wie gesagt, viele Sachen, die privat sind, halte ich auch gern privat und erzähle oft in meinen, auf meinem Kanal ja auch erst drüber, wenn ich bereit bin, drüber zu reden irgendwie. Voll. Und that's not now. Okay, ich habe als letzten Emoji, jetzt geht's mir wie dir, ich weiß es nicht mehr, ich habe diesen, den. Hä? Wahrscheinlich, weil... Na, du hast ja auch schon 4 benutzt, also... Der ist selber ganz erstaunt, dass du noch einen nutzen willst. Der ist so geschockt von den ganzen Stimulationen und Reizen dieses Jahr. Es war einfach ein wildes Jahr. Reizvolles Jahr. Und bitte schreibt auch eure Emojis in die Kommentare. Nenne eine Sache, die du 2023 zum ersten Mal gemacht hast. Zwei Sachen, ich komme mich nicht entscheiden, weil eine ist super... Ich habe auch ein paar mehr, aber ich will es kürzer. Ja, okay, eine ist super kacke. Das ist das erstmal eine Beerdigung mitgeplant. For obvious reasons, weil das war einfach kranker Shit, so sich darauf zu konzentrieren, was man alles bedenken muss, welche Musik man auswählt für eine Beerdigung, etc., etc. Will ich gar nicht zu tief reingehen. Und das erste Mal ein Hörbuch aufgenommen, nämlich unser Hörbuch. Ich dachte immer, das wird voll mein Horror, weil ich ganz schlecht vorgelesen habe früher immer in der Schule. Es ging aber. Wirklich, ich muss mich richtig doll drauf vorbereiten, mit ganz vielen Notizen, was ich wie betonen will und so. Weil, ja, keine Ahnung, ich so ein Kopfmensch bin, wenn ich mich verlese, dann bin ich so, oh nein, jetzt verlese ich mich, jetzt denke ich, ich bin unprofessionell, dann verlese ich mich noch mehr und dann wird das also ein riesen Knäuel in meinem Kopf. Aber ich habe es gemeistert, ich bin durch. Und deine Aufnahmen stehen noch vor dir. Jetzt, also ich, wenn das Video online geht, dann habe ich sie wahrscheinlich schon gemacht, aber jetzt ist irgendwie 4 Tage bevor ich das... Geht. Also das Ding ist, ich hatte ja schon einen Termin mit Nick zusammen, weil Hörbuchaufnahmen bei mir auch als First Time draufstehen. Ah! Ich glaube, so bei der Synchro-Szene ist es ja so, dass Leute gar nicht mehr zusammen im Studio sind, ne? Ja. Und bei uns war es aber cool, weil wir zusammen aufgenommen haben. Also wir haben dann 2 Desks aufgebaut und wir haben da in dem Studio aufgenommen. Das war schon geil, das zusammen zu machen. Also es ist für mich schon ein bisschen so living the dream, weil wann macht man sowas mal? Und es ist auch cool, weil es halt eine fiktive Geschichte ist. Also wir schlüpfen auch in die Rollen so. Als Hörbuchsprecher. Ja, aber so auch herausfordernd, das muss ich schon sagen. Ich habe eigentlich nicht so ein Problem mit Vorlesen. Es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt mit kurz eine Gebrauchsanweisung vorlese, was ich niemals tue, aber so. Oder ob man eben einen Charakter verkörpert und nicht nur einen Charakter verkörpert, sondern alle Charakter. Oder in Kapitel 2 5 Charakter. Oh mein Gott. Mit verschiedenen Stimmen und Geschlechtern. Weil alle weiblichen Rollen von Damian vorkommen und ich bin so, oh mein Gott, how the fuck lege ich die an? Vor allem, ich habe ja auch schon eine recht tiefe Stimme. Alle haben auch verschiedenstes Alter noch, also von kleinen Mädchen bis alte Oma gefühlt. Ich bin schnell alles an meinem höchsten Punkt und dann muss ich aber eigentlich nochmal höher, Nein. Nochmal deinen höchsten Punkt jetzt. Ja, aber so redet ja keiner. Du musst ja auch sprechen können. Italien, unser Urlaub. First time. Es war cute, dass wir mal wieder zusammen im Urlaub waren. Und wir haben es war cute, dass du mir das geschenkt hast, aber... Aber wir würden wahrscheinlich nicht nochmal dahin nach Italien gehen. Ja. Dann war ich erstmal bouldern und ich habe mit... Ich wusste nicht, dass das eine ganze Liste werden kann. Ich wollte nur 2 Sachen noch sagen. Und ich habe mit Bao und Kiko an einem Bao-Video gearbeitet. Das war für mich auch so ein richtig... coole Erfahrung. Dieses Level, auf dem die arbeiten, ist insane. Sah auch richtig cool aus. Ich finde auch, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen, aber ich war so nervös, weil wir mit denen ja wirklich so geworden sind über die letzten Jahre, aber ich auch weiß, was die für einen Work-Standard haben und ich musste ja so schauspielern und ich war so, oh mein Gott. Ich fand es mega cool, dass er mich gefragt hat, weil er war so, ja, die Rolle wird irgendwie passen und du hast ja gesagt, du würdest es gerne mal machen und dann war ich so, oh, danke für das Vertrauen, dass ihr mich dabei haben wollt, aber ich war auch so, Gott, wenn du jetzt verkackst. Peinlich. Es ist blöd, wenn dann so das so scheiße ist und dann denkt man so, ja, wir funktionieren voll gut als Friends, aber die Arbeit hat gar nicht geklappt. Aber ich glaube, die waren schon happy. Ich habe ja mit Bao auch schon gearbeitet bei Broadcast My Ass. Hat er auch Stein gesprochen und habt ihr auch schon zusammen gesprochen und so. Dein Dad wird mich lieben. Super. Hey, Kevin, nach was riecht Stein?
Wag es ja nicht. Ja, aber das war dein Projekt. I know. Jetzt aber, ist dein Projekt. Ja, aber weißt du, dann hat er sich überwunden, jetzt hast du dich überwunden. Ja. Was war der schönste Moment? Ich habe das erste Mal Urlaub allein in London gemacht. Ah ja. Das ist voll gemein, dass jetzt mein schönster Moment alleine in London ist, aber es war okay. Legit nach dem Tod meiner Mom und ich habe überlegt, ob ich das alles abbreche, aber es, ich hatte da schon Tickets für das Death Note Musical Konzert und auch Love Never Dies, absolute Shitshow, aber ich liebe es trotzdem und habe ganz viele Sachen eigentlich schon gebucht gehabt und war so, ja, aber irgendwie ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Dann hattest du aber gesagt, so go und nimm dir die Zeit und das war wirklich die beste Entscheidung, weil ich mich so frei im Kopf gefühlt habe und so viel Raum und keine Verpflichtungen und so weit weg von allem, was Beerdigung und Trauer und sich um alle kümmern angeht und sich um sich kümmern, da rauszukommen und einfach sich mit positiven Sachen aufzuladen. Irgendwie hat mir geholfen, glaube ich, auch gut Energie zu tanken, da weiter durchzustehen. Bei dir? Für mich war, als wir am 20.10. in London waren. 20.10. war MusicalCon, ne? Das war zwei Tage vor der MusicalCon, genau. Es war eigentlich wirklich ein simpler Tag, aber ich fand die so mega cool. Also, ich habe da meine Goku-Figur bekommen. Wir waren dann noch im Musical-Café und ich habe da diese Story gepostet, wo ich geschrieben habe, so, it's a good day for us. Und es war einfach, irgendwie war es einfach alles mega schön. Ja. War das auch der Tag, wo man a Secondhand Toy Friend vorbestellen konnte das erste Mal, oder? Also es war am Mittwoch, als es losging und am Donnerstag, glaube ich, sind wir geflogen oder Freitag, irgendwie so. Und dann an dem Tag danach kamen die ersten Bewertungen auf Amazon und wir sind einfach direkt an dem Tag Bestseller gewesen. Und das steht ja auch noch mit drin. An dem Tag, wo wir bei Little Big Things waren und gesehen haben, dass unser Buch kurz nach Ankündigung auf Platz 1 Bestseller gegangen ist und Platz 36 in Bücher allgemein. Das war wirklich, also ich lag so morgens im Bett und ich so... Und dann habe ich direkt Charlotte geschrieben, unsere Lektorin, und ich so, hast du das gesehen? Und sie so, ja, ich hab's gesehen! Und sie meinte auch, sie hat das noch nie erlebt irgendwie, ne, auch mit anderen Autoren im Verlag oder so, so hohen Ersteinstieg. Was so crazy ist bei dem Start, weil sie hat andere Bestseller-AutorInnen, die viel höhere Auflagen haben als wir. Aber nicht so krasse Leute wie euch. Ja, also, I don't know, ich war so... Das war dein höchster Tag. Ja. Und da habe ich noch zwei private Sachen. Einmal Creator College Abschlussparty. War einfach die geilste Party. Es hat so viel Spaß gemacht. Und ich sag ja immer, wenn ich auf die Uhr gucke und hoffe, dass die Zeit nicht vergeht, dann bin ich glücklich. Und da war es so, weil ich glaube, die Party ging bis 203. Irgendwie so. Und dann war aber Licht an, alle raus. Gatske Media, die haben das ja gebucht. Und dann war er so, nein, verpisst euch. Und ich war so, Dan, können wir nicht noch ein bisschen bleiben? Nein, ja. Das war schön. Und als wir mit Ba und Kiko... Ja, das war wirklich richtig, richtig cool. Real life was real-lifing that day. Ja. Eine memorable Mention an eine Person oder einen Tag oder... Der Mittwoch, nachdem meine Mom gestorben ist, bin ich nach Hause gekommen und... Also war vorher bei meinem Dad und dann bin ich nach Hause gekommen und habe all meinen Freunden geschrieben, so, ich will nicht allein sein, es wäre richtig cool. Wer Zeit hat, kommt einfach vorbei. Und dann haben wir einfach bei uns zusammengechillt und gar nicht groß drüber geredet oder so, sondern einfach zu merken, dass ich hier so eine zweite Familie habe irgendwie. Und wenn alles kacke ist, welche Leute so für dich da sind und dass Leute für dich da sind, das war so... mein, glaube ich, fast bedeutendster Tag irgendwie dieses Jahr, das zu realisieren. Ich habe als memorable Menschen eine Person, und zwar Melissa. Ja. Weil irgendwie war dieses Jahr für mich so ein bisschen Kostas und Melissa hier, weil wir so viel zusammen gearbeitet haben erstmal. Wir haben ja die beiden Drag Race Staffeln, also einmal All-Stars 8 und dann Drag Race Germany kommentiert. Und ey, insane, dass einfach All-Stars vorbei war und dann einfach direkt so, oh, jetzt kommt die deutsche Staffel. Na? Ja. So. Also wir kennen sie ja schon ewig und wir sind auch schon ewig befreundet, aber ich habe das Gefühl, dass wir über die letzten 3-4 Jahre nochmal way closer geworden sind und dieses Jahr irgendwie nochmal, weil ja, wir uns ja dann jede Woche gesehen haben und natürlich, wenn man zusammen arbeitet, man auch einfach so mehr redet so. Wir haben einfach über alle möglichen Sachen getalkt und sind, würde ich sagen, persönlich auch viel closer geworden. Ja, dann waren wir ja zusammen noch auf den Medientagen und so. Also, und sie sind in unsere D&D-Gruppe gekommen. Also wir sehen uns einfach wirklich viel, so auch wenn sie bei uns ist, kommt sie mal rein, macht sich erstmal selber einen Tee, so. Ist einfach super chill und... Melissa ist wirklich so die gechillteste Person, die ich kenne einfach. Ja, das war ein schönes Jahr. Und jetzt machen wir New Thing. Fingers crossed, vielleicht bald einen festen Blue Moon zusammen. Ja! Ja! Eine Sache, die du aktuell oder in 2023 besonders wertschätzt. Dich. Ja. Weil ich glaube wirklich, dass ich das Jahr nicht überstanden hätte, wenn du nicht da gewesen wärst. Und auch die ganze Sache so mit meinen Eltern zu sehen und wie sich das einfach, also wie schnell Sachen einfach vorbei sein können und auseinanderbrechen können, ohne dass man was weh hat und wie viel wert es ist. Dich neben mir zu haben und dass du immer mir hilfst und bei mir bist, das ist... sehr wichtig für mich. Ich habe den Workshop, den ich mit Heide gemacht habe, also der Kunst und Brot Workshop, weil der den Grundstein für mein Arbeitsjahr in 2023 war.
und auch mein Management, in das ich jetzt gekommen bin, also das zusammen. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, manchmal klingt es fast ein bisschen albern, weil es ja auch nur 3 Tage waren, aber ich habe echt das Gefühl, dass das für mich wie so ein, wenn das so die Autobahn ist und sie hat mir, das war wie so eine Abfahrt auf eine neue Autobahn, weißt du? Ich habe ja vorher auch schon voll gerne gearbeitet, mochte die Sachen, die ich mache, aber ich bin einfach so along the way ein bisschen verloren gegangen, einfach aber eher in einem eh schon funktionierenden Rhythmus. Und dann habe ich das Gefühl, hat der irgendwann schlechter funktioniert, weil ich mich damit nicht mehr so richtig, wir haben nicht mehr so vibrated zusammen. Und jetzt, habe ich so neue Tools gelernt und hoffe, bin jetzt erstmal wieder für die nächsten paar Jahre so set, dass ich diese Sachen anwenden kann. Also es ist wirklich, Leute, ich betrachte so viele Sachen auch anders. Alles, was ich jetzt plane, hat für mich einen Anfang und ein Enddatum. Also ich plane viel mehr in Projekten und das ist so gut, weil es mir so viel Freiheit auch gibt. Vorher war es zum Beispiel so, okay, ich muss irgendwas finden, was dann die ganze Zeit auf meinem Kanal weiterlaufen kann und was passt. So, jetzt denke ich mir, okay, wenn ich einen Start- und ein Enddatum habe, kann ich es einfach testen. Das ist dann Projekt XY, dann habe ich, wenn es fertig ist, eine Zeit, die ich betrachten und reviewen kann. Ich bin aber auch irgendwann mal an dem Punkt, dass ich denke, ich habe was geschafft, ich bin fertig damit. Man hat mehr Erfolgserlebnisse und so, ja. Und das ist wirklich cool. Ja, Heide, ich bin dir so dankbar dafür. Ein Ziel, das du 2023 erreicht hast. Survive ohne Therapie auch on top, weil ich sag ja mal ein, sucht euch Therapie, aber aus Umständen ist meine Therapeutin, ich glaube, einen Monat oder 2 Wochen, bevor die Sache mit meiner Mom passiert ist, weggefallen und seitdem war ich ohne Therapie in so der schlimmsten Zeit meines Lebens. Boah, ja. Aber hatte das Gefühl wirklich, auch wie du sagst, 4 Tools gelernt zu haben über die Jahre und ich auch eine gewisse Angst in mir und Unsicherheit in mir entwickelt hatte, ob ich überhaupt noch funktionsfähig ohne Therapie bin, so weißt du, weil man immer denkt so, ja, wenn irgendwas ist, lade ich das halt da ab und dann ist gut, so weißt du, und dann war ich so, okay, aber was ist, wenn die Person nicht mehr da ist, wo ich die Sachen auslager und bespreche, kriege ich das noch alleine hin? Turns out, ich krieg die hin, weil ich andere tolle Leute in meinem Umfeld habe und man auch wieder mehr in der Familie spricht, ich mit dir spreche, mit Freunden und so und auch vieles, was ich jetzt in der Therapie gelernt habe, gezwungen war anzuwenden und ja, von daher war ich so selbst überrascht, dass ich so weit und so gut ohne Therapie hingekriegt habe. Aber bin jetzt trotzdem auch am Gucken und happy, wenn ich wieder 24 den finde. Und du? Das Coole ist, ich habe jetzt einfach meine Liste, die ich aus dem letzten Mal aufgeschrieben habe für Ziele, habe ich jetzt rüber kopiert und geguckt, was ich davon alles gemacht habe. Ich hatte stehen, Selbstinvestitionen nutzen, das habe ich gemacht. Ich habe den Workshop wirklich als Selbstinvestition gesehen und dachte, okay, let's explore myself. Ziele fassen, habe ich gemacht. Sei es Drag Race machen, ne, also da was Neues machen, sei es das Buch fertig machen, was passiert, das Buch fertig ist sogar ein Punkt, der auch da drunter ist, sei es in ein Management starten, das wollte ich richtig gerne, weil ich arbeite einfach wirklich gut, wenn jemand auf der anderen Seite ist, mit dem ich arbeite, das ist auch passiert, einen neuen Zeitplan ausprobieren, das habe ich zum Beispiel durch den Plan auch anders gelernt, so, also ich habe in meinem Notion Board, was ich jetzt benutze, jetzt zum Beispiel schon die ganzen Termine für meinen nächsten YouTube-Plan drin, der ist halt nie in Stein gemeißelt, also es ändert sich along the way immer was, wie es ja zum Beispiel mit Drag Race auch war. Aber trotzdem neue Sachen auszuprobieren. Und jetzt gerade, actually, eigentlich war es Ende Dezember so, dass ich schon noch Bock gehabt hätte, auch weiter Videos zu machen. Aber ich wollte unbedingt austesten, wie es ist, jetzt eine Pause zu machen und dann weitergehend auch immer so YouTube-Blöcke zu haben. Pause, Block, Pause. Einfach als neues Konzept. Ich habe das Gefühl, das Schwerste für uns ist es, Muster zu brechen, weil wir immer denken, okay, so wie ich es bisher gemacht habe, funktioniert's ja und ja, funktioniert oder funktioniert kein Dorf. Das Gelernte, womit man sich auskennt und da rauszubrechen, ist halt mega schwierig, weil man nicht weiß, was auf der anderen, also was dann wartet, aber du kannst ja auch nie ein anderes Ergebnis kriegen, so, weißt du? Hast du ein neues Ziel für 2024? Meine neue Animationsserie. Ding! Das war's darin, sitzen wir gerade krass in der Recherche und haben stapelweise Bücher, die wir in einem Team von 3 Leuten in einem Buchclub zusammen durchackern und uns dann wöchentlich zusammen hinsetzen und updaten und sagen, bei mir ist das und das, dass wir einfach so eine Schwarmintelligenz entwickeln, weil es so viel Kram zu recherchieren gibt für dieses neue Projekt. So viel über queere History und was daraus erased wurde, was tatsächlich wahr ist, wie es aber uns beigebracht wurde und wo die Mitte ist, weil offensichtlich liegt die Wahrheit meist irgendwo in der Mitte. Das alles umzuwandeln in eine coole und interessante Geschichte, die euch interessiert und unterhält und als Animationsserie / vielleicht sogar Film funktioniert, das ist mein Ziel für dieses Jahr. Nice. Und deins? Ich habe, als ich das hier verfasst habe, geschrieben, Planungsphase kommt noch. Ja, irgendwie bin ich wirklich so aus dem letzten Jahr gespurtet und war so, ich weiß noch gar nicht genau. Ich möchte dieses Jahr schon gerne nach Japan. Japan, wusste ich. Wir reden über Japan schon bestimmt 3-4 Jahre und immer am Ende des Jahres bin ich so, naja, dann nächstes Jahr, naja, dann nächstes Jahr. Und ich glaube, ich wäre dieses Jahr irgendwie traurig, wenn ich das wieder sagen müsste. Dinge sind auch vergänglich. Also man weiß ja gar nicht, welche Situationen sich wie ändern so. Dann, wenn man... Ja, aber to be honest, durch das, was halt dieses Jahr passiert ist, voll. Finde ich, denkt man schon so,
keine Ahnung, weißt du, wir sind nur einmal jung, wir sind jetzt gesund, wir haben jetzt die Freiheiten so, wer weiß, wie es das in 6 Monaten, halt in 12 so. Monaten... In ja, jetzt bist du able und kannst es auch von der politischen Situation, man weiß ja auch nicht, wie sich weltpolitisch alles verändert, irgendwie, wenn man es immer schiebt und irgendwann, keine Ahnung. Und ich will... Unbedingt! Ich will Shibuya Crossing sehen. Ich will eine Kreuzung sehen hier. Ja, ich will dahin. Ich will nicht über Shibuya Crossing zu Alice in Borderland kommen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch auf Alice. Ja, ich will es sehen. Ansonsten, also die berufliche Sache, die dieses Jahr Ziel ist, aber die halt auch safe passieren wird, ist alles jetzt noch mit dem Buch. Also ich will, dass das Buch rauskommt. Ich will die Buchtour, ich will die ABM und ich will das wirklich so... Ich will das richtig fühlen. Das ist ja auch der Grund, warum wir in einem Verlag sind. Einfach, dass du die whole experience bekommst. Ja, gut. Dann kommt jetzt die Quick Runde. Okay. Bester Song, bester Podcast. Feel Like This aus... Little Big Things? Little Big Things, ja. Flying high on promises. Ein neues Musical, das wir auch in diesem London-Trip entdeckt haben. Und ja, es ist einfach unglaublich schönes... Und Lieblingspodcast Otaku ist wieder zurück. Ja, stimmt. Ey, ich habe mich so gefreut, dass sie zurück sind, als diese Ankündigung kam. I love it. Ja, Mike. Jedes Mal, wenn eine Folge rauskommt, bin ich einfach so, oh mein Gott, es ist einfach, ja, einfach so ein Safe Space, das zu hören. Und danach will ich lauter Mangas kaufen, die ich eh nie lese, weil mein Stapel der Schande schon so hoch ist, aber ja. Ich habe als besten Song Beifahrersitz von Elif. Of course. Ja. Und im Radio läuft wieder unser Lied. Fühlt sich für 3 Minuten an, als wenn's uns geht. Sehr eindeutig mein Number One Artist auf Spotify in 2023. Und ich war ja auch bei ihr auf dem Konzert. Und es war, weiß ich, vielleicht sogar das geilste Konzert, wo ich hier war. Ich hab's so gefühlt. Und Podcast habe ich Respect My Size. Von, wieder? War es nicht letztes Jahr schon? Das weiß ich nicht mehr. Das ist wahrscheinlich jedes Jahr. Von Schön, Wild und Miss Wunderbar, weil das der meistgehörte auf Spotify. Also ich hab einfach das genommen, was bei mir bei Spotify Rap ganz oben war. Einfach, ist ein guter Podcast, finde ich. Die reden ja über... Leben als Plus-Size-Frauen und ja, ich habe das Gefühl, ich lerne sehr viel darüber. Honorable Mentions on Offstage Podcast, die auch zu zweit über Musical-Kram reden, also für jeden, der Musical-Kram mag. Bester Film, beste Serie, bester Anime, Quick. Der neue Hunger Games Film, Serie The Crown, weil die letzte Staffel kam und ich bin, ich kann nicht damit abschließen, darum haben wir danach die Meghan und Harry Doku gesehen. I can't. No, let go. I can't either. Okay. Und Anime Demon Slayer, Staffel 3, da spreche ich mit in der ersten Folge. Ey! Ja. Bester Film hatte ich auch die Tribute von Panem, aber dann schwenke ich mal um und sag jetzt Barbie. The whole happening um Barbie und auch wofür Barbie steht. Einfach geil und ich gönne denen auch diesen Erfolg und dass die jetzt überall sind und auch Margot Robbie jetzt so Superstar Number One ist und so. Und das ist alles mega cool. Das hat sie echt nochmal katapultiert. Ne? Ja. Und auch Ryan Gosling und also all das. Greta Gerwig, die ganze Family. Yes, yes to all of that. Beste Serie habe ich zwei Opposite. Ich habe einmal Drag Race Germany, weil ich einfach cool finde, dass die Serie jetzt da ist. Weil Melissa und ich das ja kommentiert haben, haben wir uns so krass damit auseinandergesetzt. Und ich finde, gerade jetzt ist es so eine gute Zeit, dass das jetzt da ist. Weil ihr seid jetzt eigentlich auch Pateneltern von allen Drag Queens, die dabei waren, so gefühlt. Gerade jetzt, wo sich auch das politische Klima, besonders für Drag Queens, so krass verschlechtert, ist es einfach geil, dass wir jetzt die Show endlich hier haben. Ja, es wird so viel transparenter, du lernst die Leute kennen und so. Und it's good people with a good mission. Und das freut mich einfach, dass das da ist. Yes. Und was ich so persönlich einfach gerne geguckt habe, war dieses Jahr The Kardashians. Oh mein Gott. Ciao. Und Anime habe ich leider gar nicht. Vielleicht Dragon Ball Classic. Das war, ja. Ich habe irgendwie so eine neue Obsession damit bekommen. Das trifft's Obsession. Bestes Musical? Das werde ich euch nicht verraten, denn ich habe ja selber einen Jahresrückblick gemacht, wo ich meine Top 5 Musicals hochgeladen habe. Ja, es lohnt sich. Ich habe 24 Musicals gesehen und da meine Top 5 findet ihr in meinem Jahresrückblick. Ich habe das deutsche Hamilton genommen. Ja. Ja. Gut, und als letztes noch bester Social Media Kanal. Stoniolo Triplets. Nick, Matt und Chris. Die drei bekloppten Drillinge, die die ganze Zeit nur im Auto sitzen und sich anschreien. Das ist einfach my level of comedy und entertainment. And you're like, oh, good morning. The first time you see someone at 2:30. It's not the morning anymore. It's like, fuck yourself. I hope you have a terrible week. I hope you have a terrible night. I hope you have a terrible afternoon. And I hope you had a bad morning. Since we're using past tense now. Fuck yourself. Like, when I say good morning, you at least respect the thought that I attempted to wish you a good morning. Now that you're all mad that I said morning, I hope your morning was fucking miserable. I hope you got shit on by a bird. I hope your car was locked, you forgot your keys. I hope you dropped and cracked your phone. I hope your kids fucking tripped on the way to school. Nur nicht die Sachen, die sie legit so auf TikTok machen, die sind immer cringe, wenn sie so zu Songs... Ja, es müssen nur die Highlight-Videos. Ja, nur die Highlights oder generell die AK-Videos, wenn sie auf irgendeinem Parkplatz
stehen. Bei dir? Raffas Plastic Life. Weil... Zeigt dir, dass das Jahr nur aus Dezember besteht. Weil du da angefangen hast, die Plastic Surgery Reihe zu gucken. Ja. Aber sie war ja auch Guest Judge bei Drag Race und ich finde, sie hat so gut gemacht. Wirklich. Und bitte Fest Judge für die nächste Staffel. Bei Raffa finde ich irgendwie wirklich cool, dass sie kämpft sich halt wirklich so ihren Weg dadurch. Und ich finde es so geil, weil jetzt diese Schönheitsoperationsvideos, die sind halt so transparent und ich finde, sie hat so eine unterhaltsame Art, über auch so krasse Sachen zu reden. Das finde ich halt mega cool und traut sich aber auch Sachen zu sagen. Und es freut mich, dass jetzt da die Views wieder hochgehen. Ich habe das Gefühl, dass alles so... Weil sie halt jetzt schon auch öfter gesagt hat, dass sie eben jetzt so in den letzten 2-3 Jahren ziemlich mit Views und allem gestruggelt hat. Aber sie hat trotzdem nicht aufgibt, sie trotzdem weitermacht. Und dass es jetzt so belohnt wird, freut mich einfach mega doll für sie. Und ja, das finde ich irgendwie geil. That's it. Was ist deine Bewertung jetzt nach all diesen Rückschauen? Das Ding ist, womit also... Womit hast du schon angefangen? In der 6. Wie wir gesprochen haben, wäre es eher eine 8, glaube ich. Aber das liegt daran, dass wir nur über die positiven Sachen gesprochen haben. Ich würde trotzdem sagen, es war eine 6. Weil, ja, es ist halt, wie Mick gesagt hat, wir haben schon auch echt viele schwierige Tage. Ja, auch so. Ich mag immer drüber reden, wenn ein halbes Jahr vorbei ist und das irgendwie besser ist. Yeah. Jetzt gerade ist es einfach noch zu frisch so und deswegen bei mir bleibt es, glaube ich, auch bei der 4. Weil wenn ich überlege, was passiert ist, hätte es so viel schlimmer sein können. Es hätte halt eine 1 bis 0 sein können. Aber ich finde, all die positiven Sachen, über die wir jetzt geredet haben, haben es wirklich geholfen, so aus diesem Modder rauszuziehen und mich da auch rauszuziehen und mich stärker zu machen und das durchzustehen. Du bist auch der tapferste Junge, den ich kenne. Dankeschön. Ja, yes. Gut. Lasst gerne ein super Thanks da für dieses super lange Video. Ja. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Schaut auch mal bei mir vorbei. So. Danke, dass du dabei warst. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.